Servus und willkommen hier auf dem Kanal von Bucket Support. Ja, manche haben mich schon angesprochen, bei manchen Tutorials habe ich euch das schon gezeigt. Und zwar, wenn unser Server online geht, könnt ihr mit Steel auf unseren Server oder auf fremden Servern, so wie bei dem, ja, wie bei der Serie Stargate. Ja, und wie das funktioniert, möchte ich euch gerne zeigen in diesem Video. Also hier erstmal das Intro und dann sehen wir uns auf jeden Fall erstmal bei der Installation und Konfiguration. Also bis gleich. So, nun sind wir natürlich hier auf unserem Desktop. Das heißt, wir benötigen ein paar Plugins. Es sind mindestens erstmal drei Plugins dafür erforderlich. Und zwar, ja, habe ich euch ja gezeigt, wie man mit Ziel in verschiedenen Welten teleportiert. Wir kennen das zum Beispiel unter Multiverse. Das werden wir auch hier einmal benötigen, weil wir dadurch denn die Welten erstellen. Dann brauchen wir noch das Worm Extreme und natürlich zum Schluss das Worm Extreme Worlds. Ja, man kann auch hierüber Welten erstellen. Finde ich ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal. Da ich mich aber mit Multiverse besser auskenne, ja, nutze ich hier Multiverse. Links natürlich dazu in der Videobeschreibung alles runterladen inklusive der Wiki-Seiten. Dazu, da gibt es auch jede Menge Commands, Permission-Befehle. Ich werde euch nur die Grund-Permissions zeigen, die ihr für die Spieler nur benötigt. Ja, einfach runterladen. Ich habe das natürlich schon gemacht. Und zwar, nein, das ist schon das Video. Das ist das hier. Nein, ist es auch nicht. Ja, kleiner Fail. So, ich habe das natürlich hier schon installiert auf dem Plugins 147. Ja, am Mittwoch soll die 1.5er Version rauskommen. Das heißt, wir haben heute den 10. am 11. Heute haben wir den 11. 12. Der 13. sollte eigentlich denn ja, der 13.3.2013 soll die 1.5er Version online kommen, aber dennoch möchte ich euch dieses Tutorial nochmal zeigen. Gut, als allererstes auf jeden Fall Server neu starten. Wenn ihr die Plugins und die Ordner alle reingeschoben habt, dann gehen wir erstmal in Multiverse Core rein. Hier gibt es eine Config, da werden wir jetzt hier nichts groß machen. Und wir gehen jetzt hier in die Worlds.yml. Hier werden alle erstellten Welten erstellt oder kreiert, generiert, wie auch immer. Und hier können wir schon mal die ersten Grundeinstellungen machen. Hier zum Beispiel in der World Nether. Also ist, wenn hier scheinmäßig nur drei erstellt. Die World Nether, World the End und die World. Das heißt, wir gehen jetzt hier zum Beispiel in die World. Und hier haben wir zum Beispiel, ja, Color White. Das heißt, weißer Schriftzug wird jetzt hier nicht benötigt. Wir können aber hier zum Beispiel den PvP ein- oder ausschalten. Das kann man jetzt hier rüber machen. Da würde ich ruhig in der Server Properties erstmal alles auf True, das heißt PvP, die Monsters sowie die Animals, dass das erstmal alles aktiviert wird, weil wir das denn, oder ihr könnt das denn hier über Multiverse alles aktivieren oder deaktivieren. Also hier zum Beispiel PvP ist aktiv. Den haben wir hier Spawning, die Animals, die sind hier auch auf True, die lassen wir gleich, das werden wir gleich mal in der im Game nochmal auf vorstellen. Da gibt es ein paar Informationen auf der Wiki-Seite, Link natürlich in der Videobeschreibung. Da haben wir hier die Monsters, die werden auch automatisch auf True, die kann man jetzt hier schon mal auf vorstellen. Ja, dann kann man hier noch den Geldbetrag einstellen nach Bedarf. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir das ja mit Worm Extreme machen. Gut, ja, gehen wir weiter in das nächste Plugin und zwar ist das das Worm Extreme. Da gehen wir jetzt auch rein. Hier haben wir die Sharps, die Gate Sharps. Das sind Configs, da werden wir auch nichts groß einstellen. Wir haben dann hier die Datenbank, die automatisch dann
generiert wird, und also da werden dann die ganzen Gates drin stehen. Und die Settings.txt, die stellen wir auch einmal ganz kurz ein. Ob wir Simple Permissions nutzen, ja oder nein. Bla, bla, bla. Ja, das schalten wir natürlich auf True, weil wir nur die Simple Permissions nutzen. Dann werden wir noch diese Zeit hier umändern in Zeile 39, wenn ihr Notepad++ habt. Link natürlich auch in der Videobeschreibung. Ja, bei der Serie Stargate wird das Tor automatisch nach 38 Minuten ausgeschaltet, wenn es nicht aktiv wird oder bleibt oder ist. Hier ist natürlich nicht in Minuten, sondern in Sekunden. Das heißt, 38 Sekunden bleibt das Tor aktiv. Diese Zeit ist natürlich ein bisschen blöde, weil wenn dieses Tor aktiv ist und ein anderer Spieler auf einen anderen will dieses Gate denn aktivieren, dann geht es nicht, weil das noch aktiv ist. Also würde ich mal ruhig sagen, so auf 15 Sekunden ist eine gute Zeit. Das schalten wir einfach so auf 15. Die anderen Einstellungen können wir erstmal so beibehalten und speichern diese Datei. So, die nächste ist denn die Word-Datei. Auch hier werden wir nichts einstellen, weil hier kann man jetzt zum Beispiel. Ja, hier die Words. Gehen wir auch ganz kurz mal rein. Die Words YML-Datei. Hier zum Beispiel. Ja. Name of the Words. Ja, das lassen wir. Das ist jetzt der Weltname. Ist auch standardmäßig World. Wenn ihr natürlich einen anderen Weltnamen, müsst ihr die hier umtragen. Denn zum Beispiel, ob die Welt normal ist, ja, ist sie natürlich, ob die Netherwelt aktiv ist, nein, ob sie aktiv ist, sorry, ja, ist standardmäßig auf True, ob zum Beispiel das hier auf True oder False ist, also die Einstellung braucht ihr hier nicht vornehmen, weil wir das ja alles über Multiverse einstellen. Gut, dann haben wir hier noch die Config. Auch die können wir hier nochmal reinsehen. Die Help-Funktion von den Plugins ist auf True. Wollen wir natürlich auch haben. Denn die Permissions Plugins Check. Das heißt, er überprüft, ob die Plugins oder die Permissions dafür benötigen, ob das alles stimmt. Das überprüft er erstmal. Dann haben wir noch die Permissions Plugins Support. Das heißt, wenn da irgendwas nicht stimmt, ja, dann aktiviert er sich dann nochmal und meldet sich. Ja, und den Timelog, der ist hier auch auf aktiv. Okay. Ja, das nächste ist dann die Permissions. Ich nutze natürlich Permission X. Und zwar wird das hier, nein, in den Settings, wo wir die Zeit beim Showdown. Und hier ganz runter scrollen wird hier PEX supported, also hier Permission X. Wenn ihr natürlich den Group Manager von Essentials habt, weiß ich nicht, ob das da harmoniert, weil ich habe schon mal gehört, es soll nicht immer funktionieren. Ab und zu spackt das Plugin mit Essentials ein bisschen. Ja, müsst ihr einfach testen, ob es funktioniert. Gut, wie gesagt, ich habe Permission X, also wird supported. Ja, wie soll es nicht anders sein? So, dann haben wir die Permissions. Die nehme ich mal hier mal raus. Das ist jetzt eigentlich falsch. Und zwar ist das nur die Simple Permissions. Das heißt, dass die das Gate nutzen dürfen. Das heißt, den Schalter umlegen denn und ja, auf die andere Welt. Dieser Befehl wird dann nochmal in der Videobeschreibung stehen. Braucht ihr jetzt nicht zu ja, so lange rumsuchen. Mehr gibt, braucht es eigentlich hier gar nicht. Dann geht ihr einfach unter den Bewohner. Und dann Permissions einmal zurück, wieder nach vorne und die Permissions eintragen. Ja, wenn wir es mal aktivieren, beziehungsweise mal kopieren. Kopieren. Einfügen. Ja, dann habt ihr die hier drinne. Auch die speichern. Das war es jetzt auch schon mit den Permissions und mit der Einstellung. Und wie gesagt, den sehen wir uns gleich noch mal im Game und da zeige ich euch, wie die Gates alle erstellt werden. Also bis gleich.
So, jetzt sind wir. Fuck. So, jetzt sind wir nun im Spiel. Ja, ich würde mal sagen, wir erstellen auch zwei Netzwerke. Mit dem einen Netzwerk, also das, was wir jetzt erstellen, erstellen wir, da hinten ist ein bisschen Wasser, da hinten ist ein Waldbiom. Das war zum Beispiel für Biome ein Netzwerk erstellen und zum Beispiel ein Netzwerk für die Welten. Gut, fangen wir auch mal an. Würde ich sagen, was ich, wo stellen wir den hin? Hier? Ja, von mir aus hier. So, zuerst drei Blöcke unten hin, dann ein da drüber, den nehmen wir weg. Es muss natürlich Obsidian sein, ist natürlich jetzt ganz wichtig. Also wir brauchen Obsidian, wir brauchen die Knöpfe und Schilder. Nur als kleine Randinformation. No, den weg. Eins, zwei, drei. Und ich weiß nicht, warum ich immer so extrem schnell fliege. Eins, zwei. Na, das war falsch. Eins, zwei, drei. Dann können wir auch schon runter. So, der kann dann weg. So sollte auf jeden Fall das Tor aussehen. Also drei unten, drei oben, drei zur Seite. Also so wie das Tor hier ist. Könnt ihr euch einmal ganz kurz angucken, wie das etwa aussehen sollte. Gut, dann erstellen wir genau an diesem Block, je nachdem wie ihr steht, das ist in dem Sinn egal, auf jeden Fall von der rechten Seite hier diesen Block müssen wir 1, 2 freilassen und hier am dritten, wenn wir natürlich nicht da vorstehen, müssen wir denn so einen Block setzen. Also dreimal, das muss auch wieder Obsidian sein. Denn ein Button, den können wir einmal draufklicken, den kriegen wir hier schon mal auf jeden Fall eine Randinformation. Gut, das ist uns aber jetzt sehr unwichtig, darum erstellen wir jetzt hier ein Schild. Den nenne ich jetzt zum Beispiel Spawn. Und wie zum Beispiel dieses Netzwerk jetzt heißt, also Spawn ist denn das, dieser Torname. Und darunter das Netzwerk, ich nenne das jetzt einfach mal Netz 1. Gut, gehe auf Dann. Dann klicke ich einmal auf den Button. So, dann hat er uns auch hier schon mal ein Schild erstellt. Ja, wie das Tor heißt. Spawn, das Netzwerk, Netz 1 und der Operator ist 1976. Und hier sagt er uns natürlich, dass er noch kein Gate gefunden hat. Ist natürlich auch völlig normal. Ich werde jetzt aber eins machen. Hätte ich vorher am besten machen sollen. No. Position 1. Position 2. Denn Expand 10 ab. Und dann Double Slash Copy. Das heißt, wir kopieren uns das nur. Nein, das war jetzt auch falsch. Stellen wir uns davor. So, jetzt haben wir es nochmal kopiert. Gut, jetzt gehe ich einfach jetzt mal da hinten hin. Na, jetzt kriege ich wieder FPS-Einbrüche. Ja, jetzt geht's wieder. So, da würde ich sagen, stellen wir uns einfach hier so hin und gebe jetzt einfach nur Doppel-Slash Paste ein, also Paste, wie auch immer. So, haben wir erstellt. So, das Schild schlage ich hier nur weg. So, dann setzen wir auch hier wieder einen Button hin. Hier wieder ein Schild hin. Das nenne ich jetzt einfach nur Wasser. Und das war das Netzwerk. Netz 1. So, erstellen wir. Einmal auf den Button.
Und wir haben jetzt hier Wasser, ist das Spawn. Das heißt, wir kommen zurzeit nur zum Spawn hin. Und hier haben wir auch wieder das Schild. So, jetzt erstellen wir uns aber nochmal ein kleines Netzwerk. Genau, hier haben wir das Biom. Da tauchen wir jetzt einfach nur nochmal Paste ein. So, das ist jetzt hier, das ist jetzt auch egal. Da könnt ihr ein bisschen sauberer arbeiten. Das Schild muss natürlich weg. So, auch hier wieder ein Button. So, das nenne ich jetzt einfach Wald. Denn wieder Netz 1. Klicke einmal auf den Button. So, und jetzt können wir hier per Schild klicken, wo wir hin wollen. Zum Beispiel zum Wasser oder zum Spawn. Ja, dann klicken wir einfach drauf und dann erstellt sich auch schon das Tor. Ja, und dann nach Adam Riese kommen wir, wenn wir jetzt hier durchgehen, genau, kommen wir hier auch wieder raus. Gut, wir können natürlich in der Zeit, ja gut, jetzt geht's doch. Na, jetzt haben wir hier wieder ein kleines Bugproblem. Mal gucken, GM0. GM0. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ab und zu buggt das hier ein bisschen rum. Ah, okay. Mit Linksklick draufklicken. Okay. Jetzt können wir hier wieder auswählen: Wald oder Wasser. Boah, dann gehen wir hier zum Wasser. Sollte eigentlich funktionieren. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich noch mal einmal ganz kurz dorthin gehen und das Schild aktivieren, weil das ist ja auch noch nicht richtig eingestellt. Jetzt geht auf einmal gar nichts mehr. Moment. Gut, ja, ich hatte gerade Internetprobleme, Connect-Probleme, deswegen hat das jetzt hier nicht funktioniert. Einfach dann nochmal hier draufklicken. Dann können wir jetzt auf jeden Fall nochmal zum Spawn gehen. Ja, dann sind wir auch am Spawn. Das heißt, wenn ein Tor aktiv ist, dann kriegen wir hier einen Error. Das heißt, wir können nicht woanders hin. Das heißt, das Tor muss jetzt erstmal wieder weg. Ja, dann haben wir jetzt hier Wasser. So, connecten auch mal hier rüber. Ja, und dann sind wir auch hier am Wasser. Gut, da würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt gleich nochmal zum Spawn, wenn das Tor zu ist. Denn werden wir jetzt ein weiteres Tor erstellen. So, dann machen wir jetzt auch wieder ganz normal Doppelslash. Paste. Jo, das hat ein bisschen wehgetan. Ja, ich gehe mal ruhig wieder in den GM1. So, jetzt werden wir auch mit Multiverse arbeiten. Da würde ich jetzt sagen, wir geben erstmal Slash MVList ein. So, da haben wir auf jeden Fall die Tore. Wir können zum Beispiel Welten noch zusätzlich importieren und kreieren. Ich werde jetzt hier kreieren machen, das heißt mit Slash MV Create. Wenn ihr natürlich eine eigene Welt habt, denn statt Create gibt ihr Import ein. Leerzeichen, wie zum Beispiel die Welt heißen soll. Ich nenne die jetzt einfach mal World 2 Leerzeichen und setze die als normal. Also eine normale Welt. So, startet ganz kurz.
Müssen wir auch ein bisschen warten. Okay, ist komplett. Wir werden jetzt auch hier ja, das Tor schon mal erstellen. Hier einen Button hin. So, das nenne ich jetzt Vault. Und das ist jetzt das Netz 2, also das zweite Netzwerk. So, klicke einmal hier drauf. So, und ist das schon mal erstmal erstellt. So, jetzt gehen wir slash mvtp Vault 2. So, dann sind wir natürlich hier unterm Wasser. Auch nicht schlecht. So, jetzt können wir zum Beispiel ja, Befehle ausgeben, zum Beispiel, dass Tiere oder Monster nicht spawnen dürfen. Da gehen wir jetzt zum Beispiel slash mv modifying set, den Leerzeichen, denn zum Beispiel Animals für Tiere, die schalten wir auf False. So, und dann machen wir slash mv reload. So, und wir sehen, hier sind jetzt keine Animals. Das könnt ihr dann zum Beispiel noch mit Monster machen. Dann gebt ihr hier einfach nur ein Monsters. Gut. Schalten die jetzt auch nochmal. Animals, die machen wir ruhig wie auf True. Das könnt ihr natürlich wieder umstellen. Denn wir auf True. So, reloaden. So, ist complete. Denn spawnen jetzt hier in der nächsten Zeit auch wieder die Tiere. Gut, ich würde jetzt sagen, wir machen uns jetzt erstmal hier ein Set Spawn. Das ist jetzt ein Command-Book-Befehl. So, dann gibt es natürlich nochmal MV Set Spawn. So, hat er auch erstellt. Und dann gehen wir jetzt einfach nur hier irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo wir das Ding hin haben wollen. Also stellen wir uns hier hin. Und geben Paste ein. So, dann ist das hier auch schon drinne. So, dann erstellen wir auch hier wieder einen Button. So, das nenne ich jetzt hier Vault 2 und das war das Netz 2. Okay. Zack. Und wir haben jetzt hier ein zweites Ding. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, so kommen wir auch wieder rüber auf die andere Welt. Ja, hier sieht man es. Einmal anklicken, dass es dann auch wieder aktiv ist. Das könnt ihr jetzt mit der Netherwelt und mit den anderen Gates oder Welten ja, verbinden noch. Das war es eigentlich schon so zu diesem Plugin. Sollten dazu natürlich noch ein paar Fragen sein, so postet einfach in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bye bye. Euer Eis von Bucket Support.